Chapter Eselflüsterer. Ich so geht's los, wenn der Mann erlädt mich gleich einmal wieder mit zu einem Weber-Vlog. Also, welcome back auf dem Weber-Channel. Wir sind gerade in Sardinien beim Motocross fahren. Sind eigentlich heute schon der letzte Tag. Wir waren jetzt eine Woche komplett unterwegs, ich glaube. Wir haben schon ca. 15 Stunden auf die Motocross-Motorräder raufgefahren und ja, heute ist der letzte Tag und ich habe mir gedacht, ich nimm euch einfach mal mit auf den Track und auf einen Tag mit dem Flashing Fast Factory Team, das was gerade mit dem Esel zu tun hat. Jawohl! Der Chef mal wieder was Stories macht. Der ist komplett irre, das sage ich euch. Der ist komplett irre, mein Freund. Bei dem Track waren wir schon am ersten Tag und der hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach nochmal her. Alghero Motocross Strecke, also wenn ihr mal in Sardinien seid, schaut vorbei, weil das ist wirklich richtig eine lässige Strecke. So ein bisschen einen Hang reinbaut, direkt am Meer, gute Pizza mittags, also kann nicht schlechter sein. Hallo Bagger! Ja, es hat ganz schön geregnet, also ich glaube, der schiebt jetzt erstmal noch eine Stunde die Strecke mit seinem Lader. Und wir waren uns gar nicht mal sicher, ob wir überhaupt fahren können, aber eigentlich schaut es relativ gut aus mit dem Sand. Das ist ja eigentlich immer eher die beste Option nach einer regnerischen Nacht. Und ja, da könnte man wieder im Kai Hase sagen, Alter, wo das Gas ist. Oder? Der Kai hat da überhaupt keine Chance mal wieder. Der Anfänger, der Schwan. schaut, dass er nicht dabei ist. Das waren mal ein paar Stunden. Bike ist noch ein bisschen dreckig von gestern. Es geht schon für heute. Giffel sind durch. Oh, aber geht schon noch. Ein Tag noch. Der Körper ist eigentlich ganz schön müde, deswegen gehen wir heute aber nochmal alles, weil heute der letzte Tag ist und wir uns da nochmal richtig reinhauen. Aber das Geilste überhaupt ist ja, dass wir im Flashing Fast Factory Team 304 und 304 die 304ers. Jetzt ziehen wir uns mal um und dahin geht's. Weber Marte ist schon draußen zum Umziehen. Fällt nur noch die Tasche und Stiefel und dann geht's ab. Die Italiener, die sind nicht ganz dicht den Kopf drin. Die machen nur hin und her mit dem Moped und sind überhaupt nicht schnell auf die Track. Ich sag nur eins im Verein. That's my motto! Wir fahren für unseren Boy. Au! Oh, jetzt bin ich auf die offene Wunden gekommen. Ist so ein Anfänger einfach nur. Hey Jeff, liebst du diesen Brustpanzer? Ich liebe diesen Brustpanzer. Dieser Brustpanzer, der panzert richtig. Der ist von Pennsylvania. Man merkt auf jeden Fall, wir sind schon total fertig. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder heim ins normale Leben. Das ist total irre. Viele Leute fragen mich mal, was ich anhabe beim Motocross-Fahren. Also, es sind eigentlich nur meine Knieorthesen von der Thema. Und beim Motocross habe ich meistens noch einen Rückenprotektor mit einem Chestprotektor von Fox. Der neue, der ist auch richtig gut. Beim Extremfahren ein bisschen manchmal hin oder her mit Protektor oben rum oder ohne, weil ich mag es meistens eigentlich eher freizügiger. Wichtig ist, dass die Gocken protected sind. You need the new Gocken Protector from flashingfast.com. Free Bullshit. Jetzt geht's los, mein Leute! Rat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 
top. Ja, wir waren gestern auf so einer richtigen Sandstrecke und das Fahrwerk war deutlich zu stramm für heute. Heute ist schon sandig, aber jetzt nicht ganz so krass. Es ist richtig batzig. Aber mei, muss man durch. Race Conditions, würde ich mal sagen. Haben jetzt das Fahrwerk aufgemacht, haben die Federvorspannung bei der Gabel geöffnet, Klicks aufgemacht, Rebound aufgemacht, hinten auch ein Rebound ein bisschen schneller wieder gemacht und die Zugstufe und die Druckstufe haben wieder ein bisschen geändert. Die Druckstufe ein bisschen geändert. Und ja, jetzt fahren wir nochmal raus und fahren nochmal kurz im Warm-Up-Lab. Hoffentlich passt das Fahrwerk dann und dann starten wir mit den Motors. Heute sind geplant 3x 30 plus 1 Motors. Und ja, hoffentlich wird es ganz geil. Ist schwer zum Fahren, gell? Schwer, ja. Nein, das ist nicht easy. Hey, Jefferson! Was spricht da? Geil. Ja? Ganz schön batzig ist, gell? Fünf. Schon ein bisschen, oder? Ja, aber ist geil, oder? Ja. Boah, der Check ist so danger halt. Ich bin fertig. Richtiger Bart. Oder Letten, würde mir sagen dann. Die Lettenbichler spielen wir wieder in der Letten halt. Das ist richtig anspruchsvoll zum Fahren. Habe ich mir nicht gedacht. Weil der erste Tag, wo wir da waren, war so. Also war halt ein guter Flow und halt. Dadurch, dass es halt so viel Kränk hat, ist es jetzt relativ batzig, dann wieder sandig, dann wieder totaler Hardborn. Also es ist wirklich tricky zum Fahren halt. Aber es macht trotzdem Spaß. Was sagt der Boss? Fahrwerkseinstellung ist jetzt top. Good for the sender. Good for the sender. Jetzt darf ich mal sagen, jetzt geht's gleich mal ab. Stopper ist ein Moped. Hab meistens meine Uhr eigentlich immer da, dass ich weiß, wie lange dass ich fahre. Und jetzt fahren wir in 30er plus eine Runde. Jeff der Flatscher fährt damit oder der macht die Pause, glaube ich, jetzt mal kurz. Und wäre geil. Full Send. Time to show the world the top is what I strive for.
greatness is a journey I'm willing to strive for. Consistency is key and I don't take no time off. Against the odds, I put it all on the line for. A lesson learned for every flaw I'm gonna make. Consequence I undertake, putting all my trust in fate. Failure won't become my fate. Ten toes down, I never fold. Give it all to reach my goal. As my name is stone, when my story's told. Say I did it for the glory. I'm in it for the glory. I'm in it for the glory. I'm in it for the glory. Second wind, I feel reborn, just heating up, just getting warm. They had it rain, I came to storm. Overcome obstacles when I perform. If they're impossible, I take it on. If you're not willing to risk what is average, you're gonna settle for what is the norm. Can you feel it? Cross before the honor, what a pledge. Can you feel it? Not afraid to jump over the ledge. Perseverance. Trying to spread the problems that we're in. Others aspire to be avaricious, but instead I want the glory. Boah. Also, Jack ist ganz schön anstrengend. Zwei Motos sind drin. Jetzt wird Mittag gemacht. Geile Pizza gegessen. Wo die Pizza? Der Capo, also der Streckenchef da, der ist ganz geil. Der hat einen coolen Pizzaofen und die machen wirklich guten, selber gemachten Teig und die ist richtig lecker. Da, die kann man sich schon mal gönnen, würde ich sagen. Man merkt auf jeden Fall, dass wir die letzte Woche schon über 15 Stunden Moppe gefahren sind. Die Knochen sind müde, würde ich jetzt mal sagen. Ein bisschen. Aber es gehört dazu. Moped schaut auf jeden Fall batzig aus, müssen wir ihn noch waschen. Hey Jeff Sender! Da ist der Mittag. Schon oder was? Habt ihr gehört, oder? Was? Wow. Was sagt er? Ah, cool. Amazing. Amazing. Molto buono. Molto buono. Oh. Ich Boah. Jetzt hier Motor, Seppen. Jetzt senden wir es mal richtig. Dame. Geiler letzter Tag, Chef, oder? Top, oder?
unser Boss einen heftigen Crash, war es ein geiler Tag. War wirklich ein lässiger Tag. Strecken war jetzt nochmal top zum Schluss. Ein bisschen besser als wir am Vormittag einfach. Hat sich der Träger ein bisschen rausgefahren, das war relativ gut. Wir sind ein bisschen zeitig schon da, deswegen müssen wir jetzt auf und einladen alles. Wir machen die Mopeds noch waschen und dann geht's ab auf die Fähre und zurück nach Hause ins kalte Deutschland. Ich darf mal sagen, das war's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Folgt unseren Weberwerke-Channel auf YouTube, Instagram, folgt uns einfach überall und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao dabei! Ah ja, wenn ihr das wissen möchtet, haut es einfach in die Kommentare und ja, ich schaue, dass ich es beantworte. Also, Servus!